So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch oder auch Raid am Mittwoch, am Donnerstag, je nachdem wann die Folge rauskommt, weil am Mittwoch ist ja Raid-Boss-Wechsel, da möchte ich ja eigentlich am Mittwoch erstmal den Raid-Boss den aktuellen zeigen, mit Kondan und WP und allem drum und dran. Ich nehme das jetzt aber trotzdem schon am Mittwoch auf, für den Donnerstag, falls am Mittwoch aber der Raid wieder so spät aufgeht, dass ich bis 15 Uhr das Video nicht mehr habe, bringen wir Raid am Mittwoch trotzdem am Mittwoch raus. Ansonsten Raid am Mittwoch am Donnerstag. Also es würde, wenn ihr das seht, wisst ihr ja, ob heute Mittwoch ist oder Donnerstag ist. Bei mir ist jetzt gerade Mittwoch, bei euch könnte schon Donnerstag sein. Kommt eben drauf an, was mit dem Raid ist. Also ist das dann Raid am Mittwoch oder Raid am Mittwoch am Donnerstag. Das kann also wie gesagt am Mittwoch stattfinden oder am Donnerstag stattfinden oder rauskommen eben am Donnerstag oder am Mittwoch, je nachdem wie der Raid ist. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Und eigentlich wollte am Freitag der Hannes vorbeikommen, weil Royal Rumble ist. WWE Royal Rumble am Wochenende. Wir wollten das zusammen gucken. Und am Wochenende sind auch Crypto Ho-Oh Raids. Und das fehlt mir noch für die Platin-Medaille in der Johto-Region. Dann hätte ich einen Crypto Ho-Oh Raid gemacht. Jetzt ist unklar, ob Hannes überhaupt kommen kann, weil die Bahn natürlich schon wieder streikt und sein Zug auf jeden Fall ausfällt. Er irgendwie guckt, ob er ein Auto klauen kann, Helikopter, Privatjet, sonst was, sich in ein Paket reigen und dann per Post verschicken. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, ihr werdet das ja dann sehen, erstmal aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche mit meinem zweiten Glücksfreund, dem NetGhost. Der hat einen Dialga auf Level 40 gepusht und mir im Lucky Trade rübergegeben. Er hat gesagt, er hat so viele Shinies, wahrscheinlich sogar mehr Shinies als normale noch auf der Hand. So ging es mir damals auch. Mit dem hat mir ein Level 40er Shiny Dialga rübergeschickt im Lucky Trade. Es ist 14, 14, 14 geworden. Ich finde, da passt der Hintergrund. Das ist ja auch ein fettes Teil und das war mein Pokédex-Eintrag von Dialga. Dankeschön an NetGhost an der Stelle. Timo, was ist besser als ein Ramses? Genau zwei Ramses, Ramsesen. Eigentlich müsste, guck gerade ein Unboxing, eigentlich müsste heute auch ein Unboxing kommen, aber es sind noch ein paar Sachen unterwegs, auf die warte ich noch, deswegen heute Abend gibt es irgendwas anderes. Dann habe ich vom Alex das Community Day Ticket geschenkt bekommen. Nochmal Danke und Grüße gehen raus an den Alex. Vom Smaugo gab es das krachende Kämpfe Event Ticket, was Geld gekostet hat, brutal teuer. Da habe ich auch ein extra Video dazu gemacht. Danke nochmal an Smaugo für das Ticket. Benjamin, alles in der Raid-Stunde, gucken wir uns gleich an. Dann hat er wieder Duos gemacht, bis Schlammwoge im Duo geschafft. Eis hatte allerdings Wetterboost. Hat er 124 Sekunden Zeit übrig gehabt, aber wie gesagt, Eis hatte Wetterboost. Er hat natürlich mit Eis gekämpft. Und dann Voltwechsel Schlammwoge im Duo geschafft. Dieses Mal hatte die Schlammwoge vom Boss Wetterboost, deswegen nur 66 Sekunden über statt 124. Und in der Raid-Stunde eben ein Voltolos Shiny bekommen mit 56, mit 32 plus ein 98er normales, ein 96er normales hinterher. Er versucht ja immer alle möglichen Duo-Raids zu packen und alle möglichen Attackenkombinationen durchzugehen. Das ist der, der am meisten auf sowas achtet. Deswegen nehme ich den mit rein. Schickt mir nicht alle eure Duos. Da Benjamin ist der Platz reserviert, dass der das macht. Dann nochmal ein kurzes Bild vom C-Day, vom Community-Day mit Porygon. Da haben wir dann im Istanbul-Grill gesessen. Ich habe drei Module angemacht und während wir gegessen haben, hat das Gotcha oder das Go++++ dann die paar Porygons da weggeplust. Finde ich cool, mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn du das sitzt und frisst und der Rest so geht. Patsch ist beste Freunde geworden, während Andamana versucht hat zu kämpfen. Weiß ich nicht warum. Grüße gehen raus an Patsch, deswegen haben wir das einfach mal mit reingenommen. Matze hat beim Daily Pass mitgemacht. Ich versuche jedes Mal meinen täglichen Pass, meinen freien Pass, den ich habe, in der Raid-Gruppe loszuwerden, Leute einzuladen noch. Matze hat sich auch eingetragen, der trägt sich auch bei fast jedem Raid ein und bei meinem Raid in Meiningen hat er aus dem Fan-Raid 100%iges Voltolos mit Wetterbrust bekommen. Glückwunsch dazu. Timo hat ein bisschen gebrütet, Kusilla, Mantyrps, beides sind Babys, beide in Shiny, beides selten, ist auf jeden Fall eine Pracht. Dann hat er noch einen Zapdos mitgenommen. Ihr wisst, die Dinger sind sau selten, die kriegst du kaum, wenn dann nur im Abenteuerrauch. Wenn du mal eins siehst, hast du Glück, dann hast du Pech, dann fliehen die. Jetzt hat er es gefangen, fand er mega genial, also dieses Zapdos. Sarina hat natürlich eine ganze Farm von den Dingern aufgemacht, aber
Für euch ist das was Besonderes. Schäfe 24, die Highlights der Woche. Wir haben hier 100%ige Schmerbezuro-Cakes, Macholo Zickzacks, Zwirrlicht. Mein Highlight, Macholo. Shinies, Jutesto Macholo Schlurp. Mein Highlight, Jutesto. Ich finde diesen roten Kampfklumpen irgendwie cool. Und ich finde auch dieses zarte Rot, was er dann hat, richtig schön. Die Schlurpfarbe ist auch genial und Schlurp ist ja Ispo Lieblings-Pokémon, aber hier finde ich Jutesto einfach genial. Kaiser Kai, ich raide wie ein Bekloppter und dann kommt der aus der GBL-Belohnung, Shiny Voldolos ab Rang 20, könnt ihr ja Legendäre als Belohnung bekommen. Natürlich können die auch Shiny sein, wenn es sie sowieso als Shiny gibt im Spiel. Kaiser Kai nochmal hier auf dem Cutter-Account, auf dem kleinen, also 100% Glücks. Samurzel, noch ein Shiny Baby auf dem kleinen Account hinterhergebrütet hier. Pantimimi mit der grünen Mütze und auch Shiny Voldolos mitgenommen, 56. Ich glaube, diese WP hat jeder mindestens einmal im Leben gehabt. Poselinchen, Nagelotz, 100% Macholo, Shiny Absol, Shiny Schlurp, Shiny, zweimal sogar, schön zusammengeschnitten. Sören, yeehaw, freut sich über das 100% Frigometri, aber macht man damit was? Eigentlich nicht, aber kann man ja mal aufheben. Ich musste meins aufheben, meins heißt Alex, weil ich es aus dem Alex ein Ticket gekriegt habe. Ansonsten hätte ich das nicht aufgehoben. Ich werde also nur 100er aufheben, die irgendwie gezielt an den Ticket gekoppelt sind, was jemand gegiftet hat. Ansonsten sammle ich momentan ja keine 100er mehr auf dem Habanero-Account. Alexander Ahringer, endlich mein zweites Dratini und 100% in Pokémon Go. Endlich 100er erlöstes Mauzi in Pokémon Go. Endlich mein zweites Shiny Flurmel in Pokémon Go. Steht gar nicht. Endlich meine Community Day Ausbeute von Porygon, abgesehen von Flurmel in Pokémon Go und Macholo und Glumanda, sind alle drei kurz vorm Community Day dazu. Abgesehen von Flurmel und Macholo und Glumanda. Ach so, ja, die sind vor dem Community Day gewesen und der Rest ist im Community Day. Das ist ja gar... Endlich! Waumpel in 0% in Pokémon Go. Endlich, jetzt haben wir es gefunden, so. Endlich ein 100er Girafarig in Pokémon Go. Immer noch Alexander Ahringer. Das müsste aber auch ein erlöstes sein, oder? Hinten ist doch so Zeug dran. Blood and Tears, Sarina. Die sendet auch immer richtig heftige Sachen rein. Was hat sie jetzt hier? Voldolos, Shiny Schluppuck, Shiny Vulpix, Shiny Zurukex und Schlurp, Shiny Zubiris, Mankey, Shiny Mauzi, Shiny Skorkler, Jurob, Shiny. Dann haben wir hier unten noch Jutesto Shiny, Mankey 100%. Jutesto sieht einfach cool aus. Und 98er Krypto Lavados. Den auf Level 50 pushen, das ist das Ziel. Am Main kein Problem. Habanero. Der hat eins für den Pokédex-Eintrag allgemein mal gehabt und ansonsten hat er einfach nichts. So. Dann haben wir hier Genaya, 96er Krypto Rihorn. Unglaublich krass, stark, brutal. Bitte entwickeln, bitte hochziehen auf 50, bitte was draus machen. Familie vollständig, Zurukex, Irokex, 100%. Beide am Start. Danke, auch aus dem Community Raid, aus dem Raid in der Raid-Gruppe gestern, glaube ich, Voltolos Shiny mitgenommen hier. Saniel Dilling, 100% Voldolos auf dem Main-Account, auch noch mit Wetterbrust. Nee, der ist schon gepusht ein bisschen. Der ist schon ein bisschen gepusht. Ist das Level 40? Ist das schon mehr? Henry Niki sammelt hier, Familie hat er gesagt, 0 Habanero, Ramses, Pupsi. Und ihr seht, Pupsi ist das kleinste, Ramses, der war mal gut, aber der Habanero überholt jetzt alle mit 2069. Tiso hat wieder mal Platz 1 erreicht in allen drei Showcases, wo es um Feen-Pokémon ging mit Xerneas. Gefühlt jeder, der ein Xerneas gesetzt hat, war automatisch auf Platz 1, weil alles andere konnte nichts. Und mit Xerneas hat man sich den Sieg geholt, hat dadurch jetzt auch ihre 100 gewonnenen Showcases erreicht. Das ist auch eine Medaille, an der ich gerade dran bin, die fertig zu machen. Und ihr erstes Ignivore gebrütet. Glückwunsch dazu, sogar richtig gut, auch 3 Sterne. Benny Anderson zeigt uns den eigentlichen Schocker der Woche. Preis, Hammer, Hammer, Preis. Samyang Buldak Ramen, 3 Spicy. Ich habe mir damals einen 5er-Pack bestellt.
Warte mal, ich habe mir damals ein einzelnes Päckchen bestellt. Für 50 Euro. Bei eBay aus dem Ausland, da waren die noch selten. Jetzt gibt's Läden, da kostet das Fünferpack 4,95 Euro und die einzelne Tüte 99 Cent. Das ist der günstigste Preis, den ich je für Samyang gesehen habe. 99 Cent ein Tütchen. Andere, da bezahlst du jetzt 1,99 für ein Tütchen oder 2,69 für ein Tütchen oder manchmal sogar schon 3,50 für ein Tütchen und dann habt ihr Preise von 15 bis 20 Euro für einen Fünferpack und hier 4,95 für ein Fünferpack. Das ist unglaublich brutal. Eigentlich müsste man sich die kartonweise mitnehmen und wenn es die nicht mehr gibt, dann als limitierte Edition nochmal verkaufen, aber sowas mache ich nicht. Ich will ja nur testen und dann ist gut. Die anderen im Hintergrund sind wieder ein bisschen teurer. Ich denke mal, das wird sein, weil die so scharf sind, dass die kaum jemand fressen kann. Und dann laufen die ja irgendwann ab und dann dürfen die gar nicht mehr verkauft werden. Also werden die jetzt vorab schon mal reduziert angeboten, dass doch jemand die kauft und stirbt. Das ist der Plan, den die verfolgen. Vor allem ein richtiger Three Spicy Karton mit Three Spicy Aufdruck. Das ist ein Sammlerstück. Sowas muss man sich holen. Elke Kaiser auf dem Kaisi-Account, 100er Macholo, Shiny Ferculi, Shiny Tentacha, Shiny Vulpix, Shiny Hiotesto, Shiny Zurukex, Shiny Smogon, auf dem Paula Emperor-Account, Shiny Schlurp, Shiny Zurukex. Smogon hat wahrscheinlich auch dazu gehört. So, Benjamin nochmal, wieder Duo gemacht, diesmal Fokusstoß. Fokusstoß im Duo geschafft, harte Nuss, 0 Sekunden Restzeit, hat aber gezählt, war mega knapp, ist auch die schwerste Kombination. Ich habe da keine Ahnung, aber das kann ich als Schlussfolger, wenn ich das sehe. Karin Karisima, auch hier Sammlung voll. Erstens, nicht nur von jedem ein Eintrag und nicht nur von jedem ein Shiny, von jedem ein Krypto, aber von jedem ein Krypto-Shiny. Von jedem Arctos, Zapdos, Lavados, Krypto, Shiny mitgenommen. Das war cool, war auch immer ein Ziel, was wir im Raidbus erreichen wollten. Und dann hat sie, das sind nicht die gleichen, von jedem auch ein erlöstes Shiny. Die sind so geblieben, die sind erlöst, aber die hat sie alle sechs noch auf der Hand. Thomas Speck mit einem eigentlichen Schocker der Woche. 100% Glücksrequasa. Ein Hando, ein Shando, ein Schlando. Weil es ja Shiny Lucky 100 ist. Aber wir haben schon so oft jetzt so ein Teil gesehen und ich habe was anderes für euch. Deswegen ist das nicht der Schocker der Woche, aber trotzdem richtig cool. Genau dieses Schwarze mit dem Goldhintergrund feiern die Leute. Das wollen die haben und ohne 100% und die Gummischnur entwickeln. Und dann geht das ab. Rayquaza immer noch eins der beliebtesten Pokémon. Zapdos Annika, also Annika Vogt hier auf dem Zapdos Annika Account. 100% Picolende erlöst. Imantis, normal, kannst du nicht erlösen. Gibt's doch nicht als Dings, glaube ich. Simsala 100 erlöst. Mitgenommen, Cumulus, Zickzacks, Shiny Klick, Shiny Schlurp, Shiny Rabauz, 100% würde ich immer so lassen. Bei 100% müsste die Entwicklung ja auch wieder völlig random sein, weil ja jeder Wert gleich ist. Würde ich aber so lassen. Was nützen dir die anderen Dinger, die kannst du wild trotzdem so einfach kriegen in 100%, aber das Baby in 100% niemals entwickeln, immer so lassen. Carapenis auch hier als Shiny mitgenommen beim Cumulus. Adomas San hat noch einen Voldolus, 2557 in Shiny. Der Bierschanga hat sich inspirieren lassen von meinen Samyang-Rezepten und Fischstäbchen dazu gemacht, aber sie hat Iglo-Fischstäbchen, sie hat Backfisch-Fischstäbchen und sie hat Currynudeln statt Cheese-Nudeln. Das sieht dann so aus. Und da ist mir dann aufgefallen, wie viel Brühe hat die da drin? Bei mir immer komplett, die Nudeln sind richtig dunkel, brutal und heftig. Aber es ist halt keine Brühe da, denn ich hasse Suppe, ich hasse Nudelsuppe. Wenn mir das zu flüssig ist und du nimmst die Nudeln und alles glitscht weg und die ganze Brühe ist dann einfach noch in der Schüssel und die Nudeln, da ist nichts dran. Ich hasse das. Ich brauche die Nudeln noch schön bissfest und ich brauche die Nudeln, die richtig eingetunkt sind, wie Apfelmus, der da dran klebt, aber auch der würde abtropfen, deswegen soll jeder so machen, wie er möchte.
Sie versucht ja meistens eh das so zu machen, genau exakt wie es auf der Verpackung steht, aber schon beim Stew-Type auch. Ich fand den Stew-Type absolut abartig, als ich den so gemacht habe, wie der richtig war. Hat für mich gar keinen Geschmack gehabt sozusagen, weil ich nur die trockenen Nudeln hatte, weil alles einfach unten geblieben ist. Also habe ich das gemacht, wie ich es immer mache, und dann hat es mir besser geschmeckt. Zwar total nach Chemie, aber für mich war es einfach besser. So. Oder hat sie noch was anderes dran? Ich weiß es nicht. Danke Benjamin Engel fürs Shiny, Lenzart hier, Togepi. Shinies am Main, 1 Stunde 20 Spielzeit, 30 Stück. Auf dem Baumliebe, 1 Stunde 40 Spielzeit, 36 Stück. Warum spielt man mit dem zweiten Account mehr und länger als mit dem Main-Account? Warum spielt man zum Z-Day überhaupt mit mehreren Accounts? Lennart, was ist los mit dir? Oder hast du zwei Go-Plus in der Hose, die das beides für dich erledigen? Beim einen hast du vergessen abzustellen, deswegen hat er es länger gespielt. 100% auf Baum lieber bekommen. Main hatte 2020 schon eins bekommen gehabt. Glückwunsch auch dazu. Dann noch ein Shiny Zuru-Kex mitgenommen, immer noch Lenzart. Hallo? Hat die Kurz 123 hat hier ein Shiny Boreos in der Tiergeistform bekommen gehabt. Rezenten ging noch nicht, hat das jetzt. Das ist einfach das Schlechteste, was man haben kann. Das ist Nando, ja. Ne, ist es nicht, es hat ja keine 0%. Baloo noch, Shiny Zuru-Kex mitgenommen. Hunderte Porygon mitgenommen, merkt euch das. Laura, direkt hintereinander zwei Shiny Porygon. Hunderte Porygon mitgenommen, merkt euch das. 20.01. Waldbronn ist ja natürlich klar, wenn es bei dem einen 100% ist, ist es bei dem anderen auch 100%, vorausgesetzt, beide Trainer sind mindestens Level 30, dann kannst du sagen, hier sitzt ein 100er, wenn du dieses hier fängst, das 639er, ist es bei dir auch ein 100%iges. Wenn dann Level 15er und Level 20er rumrennen, da sagt der eine, oh, ein 100er, und der andere, ja, bei mir nicht. Bei mir jetzt ganz andere IV. Aber ab Level 30 sind die IV bei jedem dann gleich in der Wildnis, bei den Pokémon, dann könnt ihr euch absprechen. Deswegen gibt es Bots, deswegen gibt es Gruppen, deswegen gibt es WhatsApp, deswegen gibt es Scheiße. Mann, sieht er wieder süß aus. So, Feuerwehrfrau, 336 Shiny Porygon, guckt euch das an, das ist heftig brutal. Natürlich nicht, sie hat halt im letzten gezeigt und insgesamt hat sie 336 Pokémon. Wo wir gerade bei Adischat sind, das wurde mir heute gezeigt als Erinnerung, dieser Moment, wo Adi realisiert, dass Hannes die Wintersalami fürs Abendbrot holt. Einfach die Wintersalami. Außerdem sind wir sowieso gerade bei den Katzen. Guckt euch das an. Die machen schon wieder Fight Club. Die Molly ist da. Der Adi ist da. Und der wollte gerade auf die drauf springen und die hat sich hinter der Rolle versteckt. Und jetzt setzt er sich hin und tut so, als würde sie nicht mehr sehen. So. Das ist der Katzen-Fight Club. Das war's. Nee, warte mal, das war's mit den Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt nicht von Adi mit dem schwarzen Gummimund. Haltet euch fest. Der Schocker für mich war erstmal, als ich einkaufen war im Kaufland, dass Pfefferminzlikör 4,99 kostet im Angebot. Warum? Wie bin ich denn nicht up to date? Ich habe letztens im Stream, da ging es um irgendwas. Da ging es um. Dann habe ich gesagt, da trinke ich lieber mal einen Pfeffi. Und dann haben die gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben beide ja gesagt. Und dann hat keiner nein gesagt. Und dann habe ich noch, weil ich wusste es nicht, ich habe gesagt, ist doch auch nicht so teuer. Flasche Pfefferminzlikör ist nicht die Welt. 3,69 oder so, wie der immer kostet. Kein Problem. Und alle, was? 3,69? Wo, Digga, wo lebst du? Wo kostet der bei dir 3,69? Und ich dachte, hä, wieso denn nicht? Ist doch der ganz normale Preis. Jetzt bist du einkaufen, läuft durchs Kaufland durch. Der war im Angebot, Discount billig in der Werbung drin. Im Angebot für 5 Euro. Wie lang habe ich bitteschön kein Pfeffi mehr gekauft und getrunken, dass ich nicht gemerkt habe, dass der gar nicht mehr 3,69 kostet, sondern mittlerweile wohl 6, 7 Euro kostet und jetzt für 5 Euro im Angebot steht und Berliner Luft, was immer teurer war, jetzt wahrscheinlich unbezahlbar ist. Aber ich fand den Grün sowieso immer cooler, einfach durch die grüne Farbe. Nee, aber der richtige Schocker der Woche kommt jetzt von Xtreme. Wenn du mal wieder was für den Schocker der Woche suchst, das ist zwar nicht von dieser Woche, aber das haben wir noch nicht gezeigt, das hat er mir auch noch nicht geschickt gehabt, das hat er mir jetzt geschickt und gezeigt und gemacht und ich dachte, komm, zwischen den ganzen Glücks-100%igen Shinies, die dann immer sich so ansammeln, die dann plötzlich jeder hat, ein 100%iges Shiny Jirachi.
das müssen wir zeigen. Das muss man. Du kriegst einmalig die Gelegenheit, dieses Shiny zu haben. Ja gut, jetzt ist wieder. Du kriegst einmal die Gelegenheit, ein Jirachi zu haben. Das muss dann 100% sein. Das ist richtig krass. Raiden kannst du so viel, bis du einen 100er hast. So, Raiden kannst du so viel, bis du einen Shiny hast. Raiden kannst du so viel, bis du einen 100er Shiny hast. Aber ist halt sehr brutal. Gut, dieses Jirachi ist ja eigentlich aus der Forschung, wo garantiert sowieso ein Shiny rauskommt. Dadurch, dass es eine Forschung ist, hat es ja sowieso auch Mindest-IV, aber hat es in Raids auch. Aber es muss ja trotzdem erstmal 100% sein. Und ich kenne niemanden, der ein 100% Shiny Jirachi hat. Also sah erstmal brutaler aus, als es ist, war dann doch nicht mehr so brutal. Aber im Endeffekt ist es immer noch brutal genug, dass ich sage, das ist für mich der Schocker der Woche, weil, ja, obwohl ich Jirachi total dumm und hässlich finde, da gönne ich mir lieber das Rayquaza. Aber das ist der Schocker der Woche. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.